Stell dir vor, du wärst eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler. Vielleicht so eine. Oder so einer. Oder so. Oder so. Du möchtest Menschen mit deiner Forschung erreichen. Möglich dafür wäre beispielsweise ein Podcast, ein YouTube-Kanal oder ein Blog. Du entscheidest dich für einen Blog. Den veröffentlichst du auf einem Blogportal. Dein Ziel ist es, Menschen zu erreichen und für dein Thema zu begeistern. Um zu wissen, ob das klappt, guckst du dir an, wie viele Kommentare du auf deine Blogpost bekommst. Wie schaffst du es, möglichst viele Kommentare zu bekommen? Diese Frage lässt sich im Nachhinein mit einer Regressionsanalyse beantworten. Das ist eigentlich ein bisschen wie ein Spiel, in dem du Entscheidungen triffst und bei dem am Ende eine Punktezahl steht. Die Punktezahl sind die Anzahl der Kommentare. In statistischen Begriffen ist das die abhängige Variable. Sie heißt so, denn sie ist abhängig von den anderen Variablen. In unserem Spiel sind die anderen Variablen die unterschiedlichen Level, die du durchläufst. Ein Level ist zum Beispiel die Komplexität deines Textes. Ein Level der Stil und ein Level dein Verhalten als Bloggerin. Du kannst in jedem Level Punkte, also Kommentare, gewinnen oder auch verlieren. Am Ende ist dann das Ergebnis, dein Punktescore. Fangen wir doch mal an. Schon bevor du das erste Level durchläufst, hast du einen Startscore. Einiges, wovon die Kommentare abhängen, kannst du nämlich nicht bestimmen. Es steht schon zu Beginn deines Blogbeitrags fest, ob du generell berühmt bist, ob du schon viele, viele Jahre deinen Blog betreibst und auch ganz grob, über welches Thema du schreibst. So, dadurch haben wir aktuell 1,5 Kommentare. Mal gucken, was wir im ersten Level noch so rausholen können. Willkommen in Level 1, dem Komplexitätswald. Hier geht es um Fremdwörter, die durchschnittliche Satzlänge und, Achtung, schwieriges Wort, Textkomplexitätsmaße. Zuerst machen wir einen Slalom um schwierige Fremdwörter. Je weniger wir davon einsammeln, desto besser ist das für unseren Score. Puh, nur 5 Fremdwörter auf 1000 Wörter. Gut gemacht. Jetzt die Satzlänge. Je kürzer der Weg, desto kürzer der Satz. Durchschnittlich 20 Wörter pro Satz. Naja, das ist schon ein bisschen lang. Mal schauen. So, hier beim Textkomplexitätsmaß werden verschiedene Faktoren miteinander verrechnet. Beim Textkomplexitätslimbo schaffst du einen Wert von 11. Super! Auf zu Level 2. Hier musst du Stilentscheidungen treffen. Schreibst du deinen Text im Passiv oder mit vielen Personalpronomen wie ich oder wir? Du entscheidest dich für den Ich-Pfad. Yippie, das führt zu mehr Kommentaren. Als nächstes kommst du an einem Tisch mit verschiedenen Wörtern vorbei, die einen Bezug zur Aktualität haben. Nimmst du dir hier ein paar Wörter mit für deinen Blogbeitrag? Alles klar, ein paar. Wir wollen ja nicht übertreiben. In Level 3 geht es um die Entscheidung, wie du als Bloggerin mit deinen LeserInnen interagierst. Antwortest du, wenn sie dir eine Frage stellen? Kommentierst du mit? Ab und zu schon, denkst du dir. 1 bis 2 Kommentare pro Post sind drin. Und da sind wir auch schon am Ziel. Wie viele Kommentare wir wohl geschafft haben? 12 Stück, das ist nicht schlecht. Viele Artikel haben 0 Kommentare. Einige wenige über 1000, aber mit 12 Stück kannst du zufrieden sein. Was hat dieses Spiel jetzt mit einer Regressionsgleichung zu tun? Und inwiefern ist es vielleicht doch ein bisschen anders als im Spiel? Für meine Regression ermittle ich die Level, also die Variablen wie Anzahl der Fremdwörter und Textschwierigkeit, automatisiert für viele tausend Texte. Und das setze ich dann alles gleichzeitig in Beziehung mit der Anzahl der Kommentare. Dahinter steckt viel Mathe, vor allem Statistik. Eine Regressionstabelle, also das Ergebnis einer Regressionsanalyse, kann man dann so lesen, dass man oben anfängt und die verschiedenen Variablen quasi durchläuft, wie in dem Spiel. Und dann eine Kommentaranzahlprognose für einen Text geben kann. Bei der Prognose bleibt natürlich immer viel Variation übrig, weil wir viele andere Faktoren, die das Kommentarverhalten beeinflussen,
schlichtweg nicht erfassen können. Was das Ganze in Bezug auf Sprache schwierig macht, ist, dass Sprache interne Regeln hat und nicht beliebig kombinierbar ist. Wenn zum Beispiel häufiger ich vorkommt, führt es tendenziell zu mehr Kommentaren. Schön und gut, aber wenn der Text nur noch aus dem Wort ich besteht, hat er fast keine Bedeutung mehr. Zumindest ist es dann keine Wissenschaftskommunikation mehr. Vielleicht noch ein dadaistisches Gedicht. Viele der Variablen, die ich verwende, sind generelle korpuslinguistische Maße. Die statistische Auswertung kombiniert also gewissermaßen verschiedene Ansätze. Das ermöglicht es, die Effekte der einzelnen Variablen vergleichen zu können und dadurch auch realistischer einzuschätzen. So, das war ein kleiner Ausschnitt aus meinem Promotionsprojekt. Im weiteren Projekt erforsche ich auch sprachliche Muster in den Kommentaren selbst. Ich bin schon ganz gespannt, ob auch auf dieser Ebene statistische Analysen das Antwortverhalten modellieren können und wieso auffällige Kommunikationsmuster und ihre Auswirkungen feststellen. Dankeschön euch fürs Zuhören und bei diesem QR-Code findet ihr noch weitere Infos zu meinem Projekt.